Ja, die Rache der Nora. Es ist vorbei. Die werden niemanden mehr umbringen können. Die Mörder, die Verderbnis. Ich muss wissen, was bei all dem dahinter steckt. Ich folge immer ihrer Spur. Oh, krass. Wie viel Zeug. Boah, wie viele Tote. Ja, Mann. Scherben. Immer her mit Scherben. Metallscherben kann ich immer gut gebrauchen. Ja, ja, ja. So. Alter, wie viel Zeug hier liegt. Natürlich erstmal alles einsammeln. Alles. Eine Kiste. So. Wir waren siegreich. Und deswegen stelle ich erstmal ein paar Pfeile wieder her. Ein paar Brandpfeile. Und die Teile, die waren auch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Was ist das? Eisbomben. Okay. Hab ich auch noch nie probiert, was das bringt. Aber egal. Gut. Das hätten wir. Die Tore von Eloy. Hier ist wieder ein Panorama. Aber da komme ich bestimmt wieder nicht hoch. So. Die Frage ist jetzt, machen wir eine Schnellreise? Rache der Tochter. Können wir da einfach jetzt schnell reisen? Quest aktivieren. Das bringt uns an beide Orte, wo wir jetzt hin müssen. Davor müssen wir nirgends mehr hin, oder? Es war doch noch hier irgendwo eine Quest, oder? Hey, gehen wir mal kurz auf Quests. Es gab noch eine Nebenaufgabe hier. Ja, da muss man noch kurz zu dem. Der ist nämlich nicht so. Oh doch, der ist auch voll weit weg. Ach komm. Alles so weit weg. Was ist denn der? Der ist da und. Die andere Quest hat uns jetzt wohin geführt? Der ist im Muttersberg. Ja gut, dann machen wir eine Schnellreise dorthin. Geht das? Muttersberg? Ja. Dann reisen wir dorthin. Wir haben ja 13. Boah, der Kampf mit dem Feuerviech war schon hart, hey. Das war ein richtiger harter Kampf. Laden ist, kann ich dann auch gleich mal diese komischen Glasdinger verkaufen. Die Verderbten da immer haben da. Muttersberg. Da oben ist ein Hinter. Da ist er ja. Hey, was geht? Alles klar? Achso, nee. Ich kaufe und verkaufe. Und zwar die Dinger hier. Und zwar alle.
Bringt aber viel. Auf jeden Fall. Verkauf! Dann habe ich doch bestimmt so Schmuck und so Zeug. Ah ja, das kann man auch nur verkaufen. So blaues Zeug kann man nur verkaufen, so wie es aussieht. Ja? Das ist ja gut. Kaufen wir alles. So. Ja, egal. Sehr gut. Aber gut, das brauche ich zum Herstellen. Mhm. Gut. Alles klar. Dankeschön. Hä? Wo ist denn die jetzt? Ach, hier. Sorry. Du bist zurück. Ich war schon an diesen Lagern. Da waren nur ein paar Scherben. Das ist seltsam. Wer würde Traumweide stehlen? Vielleicht hat John welche gesammelt. Frag ihn doch mal, wenn es dir nicht so weit ist. John? Wer ist John? Du sagtest, ein gewisser John hat vielleicht Traumweide? Ja. Er ist zwar Einsiedler, pflückt aber für den Stamm Kräuter und braut Medizin. Allerdings lebt er westlich von Mutterkrone und die Maschinen in der Region sind etwas lästig. Was für Maschinen? Plünderer und Sägezähne. Sehr gefährlich. Hm. Okay. Ich werde gehen. Leb wohl. Ein Noradorf. Oben auf dem Berg. Okay. Das heißt jetzt wieder hier hoch auf den Berg. Na gut, das ist ja nicht so weit. Da können wir ja schon hinlaufen. Und bitte um Kraft und Erkenntnis. Siehst du über dein heiliges Reich hinaus? Vorsicht da unten! Vorsicht da unten! Ein ewiges Gedanken. Ja, auf dem Weg dorthin kann ich auch wieder ein bisschen Pflanzen sammeln, Scherben sammeln, falls irgendwelche Maschinen da sind. Mich wieder richtig ausstatten. Ja, da drüben sind Maschinen, aber ich gehe jetzt nicht über den Fluss. Ich bleib jetzt hier. Aber 10% nur. Das ist gut. Das war das Schlachtfeld. Das haben wir ja erledigt. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ach, da oben ist ein Pferd. Habe ich noch ein Pferd? Nee, habe ich nicht. Ja, dann hole ich mir mal kurz eins. Ein Läufer. Zeit, ihn zu überbrücken. Zack. Alle! Ui! Ups, das war ein Schweinchen. Okay, rauf auf den Berg zu Jun. Ich hoffe, dass auf dem Berg jetzt nicht. Stopp. Ja, stopp. Ich sehe schon Reißzähne. Alles voll mit Reißzähnen und mit Dingen. Oh Mann.
mal jetzt meine Fallen ausprobieren. Was ist denn das bitte? Jetzt macht's Bumm, oder? Bumm! Eine schöne Falle. Nicht schon wieder. Aber alle sind jetzt aufmerksam. Verdammter Reißzahn. Eine geile Falle, echt. Okay. Oh oh. Was war daneben? Wo konnte er mich jetzt sehen wieder? Oh oh. Weg. Ah! Verdammt, Alter! Diese Lasertypen! Das ist echt eine gefährliche Gegend. Die hat nicht übertrieben. Absolut nicht. Naja, perfekt. Sicherheit. Trotzdem lege ich mich mit denen jetzt nicht nochmal an. Da kommen sie. Boah, die scannen die Gegend ab. Nee. Folge dem Weg und bin weg. Bis hier hoch. Okay, sie ziehen ab. Ja. Komm. Wir müssen June finden. Muss irgendwo da oben sein. Ah, erstmal speichern. Bevor ich wieder sterbe. Ist das schon? Ich bin eingesperrt! Ha? Helf mir doch! Wo ist der eingesperrt? Hallo! Ja, ich komm doch! Oh, warte, aber als erstes geht gar nicht. Denn ich bin gierig. Hilfe! Irgendwas gegen Verderbnis bestimmt. Kann ich gut gebrauchen. Ich bin eingesperrt! Was? In der Hütte oder was? Dein Ernst? Ist da jemand? Wer hat sich denn bitte in die Hütte eingeschlossen? Urmutter sei Dank! Ich dachte, ich komme niemals frei! Was war los? Eine Bande von Ausgestoßenen war das. Stürmten herein, stahlen meine Traumweide und ließen mich zurück. Okay. Hallo an German 3D, schön, dass du eingeschaltet hast. Was hatten sie denn für ein Motiv? Wozu stehlen ausgestoßene Traumweide? Na, weil das kostbarste Kraut ist, das ich sammle, natürlich. Elende Diebe. Sonst nahmen sie nichts? Nein. Ich sag's dir. Die machen Geschäfte mit Fremden. Sie wollen Scherben und würden dafür auch töten. Eine Bande von Ausgestoßenen? Ja, eine Bande. Die Tür flog auf. Ich hatte keine Chance. Sie schnappten meine Traumweide und ließen mich zurück. Warum sind alle nach Traumweide hinterher? Wo sind die Ausgestoßenen hin?
Den Berg hinauf, glaube ich. Du erwischst sie, wenn du schnell machst. Aber lass dich nicht von ihrem schäbigen Aussehen täuschen. Sie töten dich, sobald sie dich sehen. Oh, ich muss mal durchatmen. Ja, du könntest fürs erste Mal still sein. Ist auch die ganze Zeit hier rumgeschrien. Hallo! Die Ausgestoßenen müssen Spuren hinterlassen haben. Mein Fokus müsste sie finden. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen. Und er hatte es eilig. Wo? Oh. Da. Alles klar. Wenn man mich auf PS4 adden darf. Oh, ich glaube, da wirst du Pech haben. Du, was ist denn hier los? Jawohl! Schieß nochmal! Meine Pfeile sind alle! Die Ausgestoßenen, die Traumweide gestohlen haben. Und sie haben Ärger. Der Himmel wird heller. Es dämmert. Okay, jetzt muss ich mich nur noch um den Reißzahn kümmern. Okay. Er hat eine Schwäche gegen Feuer. Das wissen wir. Ah, fuck, Alter. Ich muss den Kampf gewinnen. Du kommst mir nicht. Die ganze Zeit. Egal. Scheiße. Das war nichts. Such mir jetzt mein Ziel. Bomb! Oh oh. Jetzt ist er auf mich fixiert. Aber verbrennt langsam innerlich. Okay, das Feuer ist gelöscht. Das Tierchen ist böse. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt mag er nicht, jetzt mag er nicht. Ich hab's kapiert. Du bist böse. Wow! Oh, ei. Komm her! Bam! Aha! Ihr habt es erwischt! Ja. Es hupft mich schon. Oh. Nimm das! Direkt. So, und jetzt sag mal, warum ihr die ganzen Traumweide-Dingen klaut. Wir sind dir dankbar, sofern dir der Dank Ausgestoßener etwas bedeutet. Tut er. Du rettest uns und redest sogar mit uns. Die Stammmütter verstießen mich bei der Geburt. Die Gesetze der Nora bedeuten mir nichts. Dann bist du dieses Mädchen, dessen Mutter es nie wollte. Aber keine Ausgestoßene mehr? Nein, ich bin Sucherin und suche nach Traumweide. Das könnte ein Problem sein. Warum klaut ihr alle Traumweide? Warum habt ihr die Traumweide geraubt? Weil wir Verwundete haben. Warum würden wir sie sonst nehmen? Etwas Schreckliches ist dem Stamm zugestoßen.
Die Krieger schützen uns nicht. Die Maschinen sind erzürnt und im Heiligen Land machen Banditen Jagd auf uns. Würden Ausgestoßene den Brauch brechen und sich zusammentun, wenn sie eine andere Wahl hätten? Aber es war kein Diebstahl. Wir haben Scherben zurückgelassen und wollten Jan bezahlen. Aber natürlich wollte er nicht mit uns reden. War ja klar. Warum wurdet ihr ausgestoßen? Was haben du und die anderen verbrochen? Ich schlug zu, als jemand mein Wild stahl. War meine Schuld. Die anderen haben gestohlen, Bräuche gebrochen oder die Knochen der Metallwelt gestört. Keine Mörder hier, falls du das meintest. Okay. Keine Mörder ist ja gut. Ihr habt Jan aufgemischt. Wie will er das vor lauter Kriecherei bemerkt haben? Er ist ein Feigling. Wir haben ihm kein Haar gekrümmt. Er hat's nicht mal bemerkt. Ja. Auch andere brauchen Traumweide. Ihr könnt nicht alles haben. Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ein Gespräch. Zwischen zwei Personen. Ah ja. Vielleicht haben wir mehr, als wir brauchen. Nach allem, was passiert ist, hatten wir Angst und nahmen, was wir fanden. Hier. Einen Teil behalte ich, aber der Rest? Möge er zu denen finden, die ihn brauchen. Dafür sorge ich. Passt ihr gut auf euch auf. Und bleibt zusammen. Sehr schön. Ah, aber den plündere ich noch. Oh, kann ich gar nicht mehr. Gut. Dann auf, zurück. Um die Schmerzen zu lindern. Schon gedacht, hier wäre ein Panorama, aber leider nicht. Bin mich echt mal interessiert, was das ist. So, ich habe die Kräuter zurückgeholt. Hier ist die Traumweide. Bring sie zu Fia in Mutterberg. Die verwundeten Krieger dort brauchen sie dringend. Versprochen. Aber was ist mit den Ausgestoßenen? Haben die Schufte für ihre Taten bezahlt? Sich verbrüdern. Miteinander reden. Und mit uns. Ich hoffe, du warst erbarmungslos. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Sollte ich? Ich wuchs als Ausgestoßene in den Bergen über Mutterherz auf. Das mutterlose Mädchen. Hätte ich das gewusst, hätte ich nie mit dir geredet. Sieh mal in den Spiegel, Jun. Eine Ausgestoßene hat dir geholfen. Weißt du noch? Ja, genau. Und doch hat dieses mutterlose Mädchen dich befreit und dir deine Traumweide wieder beschafft. Wärst du nicht so voreingenommen, wärst du nicht so einsam. Ich brauche niemanden. Dann gratuliere ich dir, Jan. Du hast dich selbst ausgegrenzt. Ich bin fertig. Sorg dafür, dass Fia die Traumweide kriegt. Sonst komme ich wieder.